So, ach, jetzt bin ich hier am Marktplatz wieder. Super. Hallo. Schreitet wohl. Das war ja der. Hier, da ist die Schmelze. Die habe ich doch gesucht. So, dann wollen wir nämlich mal Eisenbarren machen. Wir haben so viel. So. Jetzt haben wir erstmal die Gewichtverteilung etwas besser gelegt. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwo... Ist hier irgendwo ein Amboss? Ich weiß, dass man in der Unterstadt welche hatten. Dass es da welche gab. Der will Lebensmittel. Das ist ein Jäger? Irgendwer handelt doch mit Waffen. Der hat Wein. Der hat Früchte. Der hat Fisch. Der hat hier noch mehr Gemüse. Gemüse sag ich schon. Obst. Hier war das mit dem Brot. Aber so einen richtigen Waffenhändler gab es hier, glaube ich, nicht, ne? Arkfleischerei. Wenn nicht, muss ich einfach mal alles in die sichere Truhe packen, was ich nicht brauche. Das soll ja angeblich mit den anderen Sachen verknüpft sein. Ob da was Wahres dran ist, weiß ich noch nicht. Die Eisenschuhe packe ich da mal rein. Die feine Armbinde. Lederschuhe. Wobei, die könnte ich eigentlich mal versuchen zu verkaufen. Ich habe sogar zwei von den Roben. Eine packe ich da mal rein. Wobei, eine Robe wiegt ja nichts, ne? So, was habe ich denn so an Waffen? Hammer. Was kann ich euch Gutes tun? Zeigt mir eure Ware. Aber gerne doch. Kann ich bei dir irgendwas verkaufen? Okay, ich kann bei dir alles verkaufen, was irgendwie ansatzweise mit Essen zu tun hat. Wie zum Beispiel einen Apfel. Kommt wieder. Tja, wer handelt hier mit Waffen? Das ist hier die große Frage. Sie auch nicht. Der hat hier erst recht nur Fisch. Na los, geht weiter. Naja. Gut. Jetzt werden wir uns da drinnen mal in dieser Bank umgucken. Weil ich möchte nämlich die eine Quest auch noch abschließen. So, speichern. Machen wir mal einen richtigen Speicherstand hier. Bumm. Und guten Tag. Schreitet wohl, Messer. Wie kann euch Silren und Freunde heute zu Diensten sein? Wollt ihr ein Goldfach eröffnen oder gar ein Eigenheim erstehen? Eigenheim klingt eigentlich gut. Ich will ein Goldfach bei euch eröffnen. Was ist ein Goldfach? Ein Konto. Euer eigener Tresor in unserem Hause, den wir in eurem Namen verwalten. Wir führen akkurat Buch über eure Einnahmen und Ausgaben. Und das Beste daran, dank unseres großmütigen Zinssatzes vermehrt sich euer Gold, je länger ihr es bei uns aufbewahrt, von alleine. Was? Was? Das ist ja cool. Wie kann sich mein Gold von selbst vermehren? Das tut es natürlich nur im übertragenen Sinne. Stellt es euch einfach so vor, dass wir euch für jeden Tag, den ihr uns euer Gold anvertraut, ein kleines Geldgeschenk obendrauf legen. Als Dank für euer Vertrauen sozusagen. Und dieses Geschenk zahlt ihr aus? Was, aus eigener Tasche? Wie kann das für euch profitabel sein? Nun, das ist ein komplizierter Prozess. Es wäre ein schweres, ihn so weit zu facilitieren, dass ihr ihn intellektuell erfassen könnt. Lasst uns lieber über etwas Erfreuliches reden, wie zum Beispiel euer Geld. Erzählt mir, was ihr mit meinem Geld Gold tut. Wenn ihr wollt, dass ich es bei euch lagere. Na schön. Wir treiben damit Handel.
Ihr handelt mit dem Geld eurer Kunden? Wir investieren in vielversprechende Expeditionen oder Handelsrouten zum Beispiel. Und von den Gewinnen, die diese Geschäfte abwerfen, bezahlen wir eure Zinsen und unsere Angestellten. Und jetzt schaut mich nicht so an. Von irgendetwas müssen wir ja auch leben. Naja, ist ja richtig. Und was passiert mit meinem Geld, wenn sich dieses Investition als Fehlentscheidung herausstellt? Banken machen keine Fehlentscheidungen. Haben euch das eure Eltern nicht beigebracht? Und jetzt genug der unnötigen Fragen und zurück zum Geschäft. Wollt ihr nun ein Goldfach eröffnen oder nicht? Doch, ich möchte ein Goldfach bei euch eröffnen. Sehr gut. Wir brauchen 100 Groschen Startguthaben, damit sich der Aufwand für uns rentiert. Danach könnt ihr jederzeit mehr Geld einzahlen oder abheben. Gut, hier ist das Geld. 100 Groschen zahlen. Sehr schön. Ihr werdet es nicht bereuen. Hier, das ist euer persönlicher Tresorschlüssel. Damit könnt ihr, falls der Tresen unbesetzt ist, auch jederzeit nachts auf euer Goldfach zugreifen. Wenn ihr etwas einzahlen wollt, legt es einfach in die Truhe oder gebt es einem der Bankiers. Ach, und falls ihr Beteiligungsscheine oder dergleichen habt, gebt sie auch einfach hier ab und wir verrechnen sie zukünftig mit euren Zinsen. Cool. Beteiligungsschein? Was meint ihr? Na, Anteile an etwas eben. Einer Brauerei oder einem Tuchhandel zum Beispiel. Aber ihr scheint kein Mann der Münze zu sein, weswegen das vermutlich nicht weiter von Bedeutung für euch sein wird. Ich möchte in mein Goldfach einsehen. Ich möchte mein Goldfach abheben. Natürlich. Ah, guckt ihr das an. Maximaler Zinssatz pro Tag. 250! Ist ja cool. Achso, das geht, wenn ich... Achso, kommt natürlich drauf an, wie viel Gold ich da drin habe. So. Dann hier noch, ich möchte diese Beteiligung hinterlegen. So, zeigt mal her. Gut, das sieht doch halbwegs dienlich aus. Wir werden eure Beteiligung dann mit euren Zinsen adäquat verrechnen. So, das heißt, jetzt haben wir das auch gemacht. Jetzt haben wir also hier sogar ein Geldkonto. Das müssen wir uns echt mal angucken. Also ich bin echt fasziniert. Schreitet wohl, Messer. Wie kann euch Silrin und Freunde heute zu Diensten sein? Ich bin an einem Anwesen interessiert. Zeigt mir doch einmal euer Angebot. Natürlich. Ach, das sind alles Sachen, die ich nehmen kann. Haus am Marktplatz oder Haus Larex. Hier, ich könnte mir Besitzurkunde Haus am Marktplatz. Das kann ich mir gerade so leisten. Ich glaube, das kaufen wir uns tatsächlich. Im Adelsviertel, das ist noch ein bisschen zu teuer, aber zumindest das am Marktplatz können wir uns kaufen. Wie wollt ihr euer Haus nennen? Terrasbude. Beendet Trautesheim Glück allein. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Jetzt haben wir nur noch 131 Gold. Das werde ich aber behalten. Ich finde das so genial, dass die hier eine Bank eingebaut haben. Hallo? Wann gab's denn sowas mal? Ich wünsche mir das. Ich habe mir das schon so lange gewünscht, dass es das irgendwann mal in irgendeinem Spiel gibt. Und die haben das hier jetzt eingeführt in dieser Mod. Hallo? Schreitet wohl. Und vergesst nicht, bei Silrin und Freunde ist euer Geld sicher. Überaus sicher. Glaubt mir. Okay, das glaube ich dir. Das ist ja wie eine Sparkasse. Naja gut, das war früher mal. Heutzutage ist es ja nicht mehr so, dass du, naja, du weißt schon, es ist mittlerweile nicht mehr so wie früher, dass du richtig Zinsen kriegst, weil mittlerweile haben wir einen Nullzinssatz. Aber hier haben die Zinsen! Hier gibt's eine Bank! Hallo! Das ist eine Bank! Ich habe mir das gewünscht, dass es das irgendwann mal in Skyrim, also in irgendeinem Elder Scrolls-Teil gibt oder vielleicht sogar bei Fallout. Und es ist tatsächlich so weit gewesen. Mann, oh Mann, oh Mann. So, jetzt muss ich erstmal gucken, welches Haus das überhaupt ist. Ich glaube, das war das Haus. Das da, ne? Nee. Ich sehe es gerade nicht. Irgendwo stand das. Hier, das ist es. Das ist das Haus. Terrasbude. Ja,
Herzlichen Glückwunsch, ihr besitzt nun ein Eigenheim. Häuser können in Enderal auf zwei Arten eingerichtet werden. Eigenhändig oder automatisch. Eine automatische Einrichtung könnt ihr an der Pinnwand neben der Eingangstür für einen festen Preis erstehen. Um eigenhändig einzurichten, kauft ein Möbelstück oder stellt eines her und lasst es in eurem Heim fallen, um die Einrichtung zu beginnen. Cool. Oh, ich freue mich total, dass wir jetzt ein kleines Haus haben. Vor allen Dingen, das ist echt nett, ne? Schickes kleines Häuschen. Und wir haben hier die sichere Truhe. Und wir können tatsächlich auf alles zugreifen, was echt schön ist. Interagiere Ausarbeitung. Hausname anpassen, nicht genügend Groschen Einrichtung kaufen, Arbeitsstube. Was kostet denn die? Das wüsste ich jetzt mal gern. Ein Bügeleisen und da habe ich noch ein Rechen. Jetzt habe ich also auch eine Möglichkeit, kostenlos irgendwo zu schlafen. Ein Träumchen. Und der Marktplatz ist nicht mehr besetzt. Doch, er ist noch besetzt. Es ist 5 Uhr. Malfas zum Gruß. Grüße. Zeigt eure Ware. Die beste Qualität von Arctwen bis nach Enderal. Ich könnte mir vorstellen, der hat Waffen. Der hat tatsächlich Waffen. Das heißt, wir können hier mal ein paar Waffen verkaufen. Die Apothekari, nee. Leichtfüßigkeit. Erhöht Traglimit um 3... Das muss ich auf jeden Fall umhängen. Festigkeit eurer Lebensenergie 10 Punkte. Verkaufe ich. Bronzeanhänger des Straßendiebes. Schleichen ist 7% effektiver. Das lassen wir mal. Edelschuhe kriegen wir 9. Eiserner Schild. Müsste ich eigentlich auch verkaufen, weil er so viel wiegt. Machen wir. Oh, jetzt habe ich ihn verkauft. Na egal. Ist nicht so wichtig. Kettenhandschuhe verkaufen wir auch mal. Lederschuhe bringen 4. Dann habe ich hier noch ein paar Ringe. Schlösserknacken ist 10% einfacher. Das werde ich behalten, weil die wiegen ja auch nichts. Mana regeneriert 4 Punkte schneller. Da Ringe, Zauber der Lichtmagie benötigen 7% weniger Mana. Habe ich nicht. Verkaufen wir. Dann haben wir hier noch einen verstärkten Lederschild. Verkaufen wir. Genauso wie eine von diesen Roben. Dann habe ich hier noch so ein paar Giftflaschen. Die hier bringt viel. Feuergift 20. 20. Teleportieren nach Ark. Aha. Fasanenfleisch kauft da auch. Knoblauch und solche Sachen. Die ganzen Bücher könnte ich eigentlich mal. Hier. Apothekari werden wir mal verkaufen. Für die Amnetisten bekomme ich 4. Auftrag. Bauplan Eisenschwert. Ich weiß gar nicht, wie ich das benutzen kann. Achso, warte mal. Was kann ich denn überhaupt kaufen? Schreitet selbstverständlich. Die handelt hier also ganz gut mit Waffen. Ich habe hier die Möglichkeit, ein paar Sachen zu kaufen. Ledersachen, wie man sieht. Gesellenbuch Alchemie. Gibt es ja noch normale Lehrlingsbücher? Gibt es tatsächlich. Schlösser knacken. Da werde ich mir mal 2 Stück kaufen von. Meisterbuch. Lederschuhe. Kettenhandschuhe. Holz. Holz kann ich ja so auch verkaufen. Ring. Verschlissene Robe. Was sind das für Pfeile? Wegestreue Pfeile. Naja. Wehrrobe. Mana regeneriert 9% schneller. Zauberbuch Bogenbeschwörung. Terras Bude. Also ich glaube, ich finde das total schön. Was ich hier alles reinpacken kann auch, ne? Ich packe hier mal alles rein, was ich so gesammelt habe. Diese ganzen Früchte hier, die Seelensteine. Weil ich kann es ja überall in jeder Stadt abrufen. Ambrosia. Verringert euer Arkanistenfieber. Das brauche ich. Die Amnetisten lasse ich auch mal hier. Die Leichtfüßigkeit. Das muss ich auf jeden Fall behalten. Armseliger Seelenstein. Hier sind sogar armselige Seelensteine mit 2 gefüllten Seelen. Die lassen wir mal im Inventar. Ausdauer lassen wir auch mal. Becher. Den hätte ich eigentlich auch verkaufen können.
Hier diese ganzen Baupläne. Nehme ich, packe ich hier einfach mal alles rein. Bekritzelter Brief. Bekritzeltes Pergament. Was haben wir denn da? Besitzurkunde. Die hat kein Gewicht. Die behalten wir auch mal. Biene im Glas. Damit könnte ich das eigentlich hier mal ausstatten. Bitterbrandwein. Was macht er eigentlich? Ausdauer regeneriert 30% Punkte langsamer. Für 50 Sekunden. Mana regeneriert 20 Punkte schneller. Für 180 Sekunden. Obwohl da ein Totenkopf drauf ist, geht eigentlich, ne? Blauer Quarz. 7 Stück. So. Bauplan. Festlederrüstung. Handwerksfertigkeit 20 bräuchte dafür. Das behalten wir auch mal. Bärenpelz kann ich hier eigentlich mal reinpacken. Weil meistens da, wo ich es, ich sag mal, gebrauchen kann, steht ja immer mal einer von den Kisten rum. Disteln. Eieiei, Teile. 47 Eisenbarren. Die wiegen natürlich auch eine Menge. Guck dir mal an, wie leicht ich jetzt geworden bin. Kriegshammer. Den hätte ich eigentlich verkaufen können. Das mache ich auch noch. Fasanenfleisch behalten wir mal. Genauso die Federn packe ich mal weg. Feuersalze, Flammenstab. Der bringt 40. Der wird wahrscheinlich so um die 35 bringen oder 30. Fuchspelz. Hier die ganzen Tränke. Friedenskraut. Die lasse ich mal im Inventar. So viel Gewicht ist das eigentlich nicht. Was haben wir denn hier noch? Glimmerstaub. Müsste ich eigentlich mal essen. Granatstein. Kalte Nacht. Packen wir mal weg. Die Seelensteine behalten wir auch mal. Kristallhaken. 3 Gewicht. Ich möchte gerne tatsächlich einen neuen Bogen. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Selbstverständlich. Die läuft einfach immer weiter. Da. Da gibt es tatsächlich einen anderen Bogen, aber der kostet natürlich... Boah. Jagdbogen. Der bringt 7 Schaden. Und ich habe, glaube ich, nur einen normalen. Der macht aber auch 7 Schaden, weil ich ihn schon verbessert habe. Aber den verkaufen wir mal. Und dafür kaufe ich mir den Jagdbogen. Der kostet natürlich um einiges mehr, aber das ist mir gerade egal. Ich habe ja gerade ein bisschen Geld. Und ich möchte gerne noch was verkaufen. Der Eisendolch. Kristallhaken. Lederhaut, die lassen wir mal. Nägel, komm, weg damit. Schere, weg damit. Schaufel, weg damit. Genauso wie diese Kerzenstände, aber die bringen komischerweise richtig viel. Genauso wie Tintenfass. Ich hätte nie gedacht, dass das 4 bringt. Und diese habe ich hier schon. Wolfspelz, die behalte ich mal. Also wir sind jetzt schon leichter geworden und vor allen Dingen, wir haben auch wieder Geld gekriegt. Ist schon ein bisschen die Überlegung wert, ob wir nicht nochmal 100 Goldmünzen einzahlen. So, jetzt werden wir uns hier mal, dass wir mehr Ware tragen können. Wobei, wir werden erstmal schleichen, 7% effektiver. So, wir haben hier jetzt ein bisschen was geschafft quasi. Teile und herrsche. Ach ja, den Bank... Ich muss ja immer noch Milbert... Diese Quest muss ich ja noch machen. Ihr seid Abenteurer, oder? Ihr habt sicher jede Menge zu erzählen. So, dann laufen wir da nochmal hin. Dann müssen wir nämlich nochmal da hinten in diesen Untergrund gehen. Und dann müssen wir mal versuchen, irgendwo den Schlüssel herzubekommen. Ich habe noch keine Ahnung, wo wir den herkriegen, aber bestimmt kriegen wir den irgendwo her. Aber wir haben ja schon... Ja, also, was wir alles geschafft haben. Wir haben jetzt ein eigenes Haus.
Monsieur. Wir haben zwar kaum noch Geld, aber hey! Meine, damit kann ich leben. Wir werden bestimmt irgendwo noch Geld herkriegen. Vor allen Dingen, wenn wir die Quests schaffen, ne? Und ich könnte ja theoretisch, wenn ich den Schlüssel habe, selber mal gucken, was da eigentlich drin ist. Ja, das mache ich auch. Ich könnte mir vorstellen, dass das optional irgendwie ein Ziel ist. Und dann sehe ich ja, was da drin ist. Boah, da bin ich aber ein richtiger Arsch. Du blödes Vieh! Mann, oh Mann. So, und jetzt musst du hier irgendwo sein. Da ist ein Türsymbol. Hier scheint der richtige Eingang zu sein zum falschen Hund. Oh, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie die Schwester drauf ist. Was? Zorgban und Söhne. Ich dachte gerade, da schnippelt gerade jemand. Ah ja. Hm? Was wollt ihr? Taverngast. Die sehen alle so ein bisschen arm aus. Streitet wohl. Ah. Was? Das ist die Schwester? Ach ja, stimmt. Euer Bruder schickt mich. Er will wissen, wo ihr den Tresorschlüssel für das Erbe eures Vaters versteckt habt. So, so. Will er das? Der gute Milbert und seine Silberzunge. Jetzt hat er sogar schon Lakaien gefunden, die Drecksarbeit für ihn erledigen. Ich mach's kurz. Ich werde den Schlüssel behalten. Ich weiß nicht, was er euch erzählt hat, aber sicher nicht die Wahrheit. Wenn ihr die kennen würdet, wärt ihr jetzt nicht hier. Welche Wahrheit? Über den Überfall. Das hat er euch doch sicher erzählt, oder? Wie die Banditen unsere Eltern abgeschlachtet haben und wie nur wir beide es aus dem Dorf geschafft haben. Was er euch vermutlich nicht erzählt hat, ist, dass er abgehauen ist, während ich noch im Haus war und mich versteckt habe. Er hat sich einfach alles gekrallt, was nach Groschen aussah, und ist abgehauen, verdammt! Wenn ich damals verreckt wäre, es hätte ihn kein Deut gekümmert. Aber gnädig wie das Schicksal war, kam es natürlich anders. Ich bin ihm nachgerannt, bis nach Ark, in diese verdammte Unterstadt hier. Aber nein, meinte er, war froh, mich zu sehen? Natürlich nicht. Er hat mich in seinem Zimmer schlafen lassen und er hat es so dargestellt, als sei es ein Privileg. Was? Als das Geschäft lief, ist er abgehauen. In sein hübsches Haus dort oben. Ich bin ihm scheißegal, so wie schon immer. Ja, er zahlt für mein Zimmer in den Baracken, wenn man es denn so nennen kann. Aber ansonsten nichts. Und jetzt kommt er angekrochen, weil ich mir den Teil des Erbes nehme, der mir zusteht. Das kann er vergessen. Oh, meine Rhetorik ist natürlich noch nicht hoch. Das könnte Probleme machen. Und wofür braucht ihr das Geld? Macht ihr noch etwas anderes, als hier unten herumzuhängen? Ich überlebe. Und da ich anders als mein Bruder für den nächsten Groschen nicht über Leichen gehe, ist das gar nicht so einfach hier unten. Rhetorik, wenn ihr mir den Schlüssel gebt und Milbert sein Gold bekommt, kann ich vielleicht ein Wörtchen mit ihm reden. Ihn überzeugen, dass er euch versorgt. Das glaubt ihr doch selbst nicht. Ich habe eurem Bruder versprochen, ihm zu helfen. Gebt mir den Schlüssel, dann sehen wir weiter. Schön, ich sehe schon. Ihr seid so dumm, wie ihr aussieht. Na dann wollen wir doch mal sehen, ob ihr auch beißen könnt. Was? Was? Sie will mit mir kämpfen? Mann, Mann, Mann. Ich sage euch, wo der verdammte Schlüssel ist. Aber erwartet nicht zu viel. Das Geld ist ohnehin fast weg. Er liegt hinter Fässern am Eingang der Mine beim Marktplatz in der Unterstadt. Geht und bringt ihn Milbert. Und richtet ihm aus, dass er im Sonnenfeuer brennen soll. Hui! Den Schlüssel am Marktplatz der Unterstadt finden und sich Milbert bringen. Achso, den Schlüsselbanktresor Fuchsfeind zu Milbert bringen. Mal sehen. Gut, gut. Ihr habt gewonnen. Ich sage euch, wo der verdammte Schlüssel ist.
aber erwartet nicht zu viel. Das Geld ist ohnehin fast weg. Er liegt hinter Fässern am Eingang der Mine beim Marktplatz in der Unterstadt. Na, da bin ich ja mal gespannt. Leute? Liebe Leute, lasst mich mal bitte vorbei. Ich bin Arzt. Muss ich jetzt auch schon auf den Köppen rumspringen? Ja, lasst mich mal raus. Es kann doch nicht sein, dass ihr hier mir den Eingang versperrt. Das ist jetzt aber doof. Gibt's denn noch einen anderen Ausgang? Irgendwie ja nicht. Da kann man auf jeden Fall schlafen. Schönes Lied. Hallo? Ah, jetzt habe ich es geschafft. Man muss erstmal irgendwie herausfinden, wie man da reinspringen kann, also da rausspringen kann. So. Dann wollen wir noch mal gucken, ob wir das irgendwo finden. Barackenplatz, Unterstadt.